Meine lieben Damen und Herren, willkommen zurück beim FC Schalke. Mein Name ist Schulz und wir haben den ganz großen Wurf leider knapp verpasst. Wenn wir nur ein Tor mehr geschossen hätten im letzten Spiel, dann wären wir jetzt in der Champions League Qualifikation. Aber ich kann mich dennoch freuen, Europapokal zum zweiten Mal erst in meiner schon langen Karriere bin ich im Europapokal dabei. Für die Spieler dürfte das, ich denke mal, weitestgehend auch Neuland sein, oder was ist denn hier? Hat der Herr Schäfer schon mal international gespielt? Wo kann man das sehen? Europapokal. Doch, der hat schon fünfmal im Europapokal gespielt. Oder der Herr Çetil, der hat auch schon... Nein, der hat noch nicht im Europapokal gespielt. Abenati, was ist denn mit ihm? 29 Mal. Ja, für die Spieler ist es nicht komplett Neuland, aber für einige schon. So, wir wollen jetzt die Saison ausklingen lassen. Jetzt kommen die Freundschaftsspiele, die hätte man natürlich auch vorher schon machen sollen, aber ich wollte mich dann lieber auf die ernsten Spiele konzentrieren. Die finden jetzt statt in erster Linie für die Spieler, die in dieser Saison nicht zum Zug gekommen sind. Wir spielen erstmal gegen Bielefeld und dann gegen Wiesbaden. Ich denke, mehr als zwei Spiele pro Woche sollten wir jetzt aber hier auch nicht machen. Dann spielen wir nochmal gegen Atletico Madrid, da ist auch nochmal ein bisschen attraktiv. Und dann gegen Meuselwitz. Madrid, Meuselwitz, Hauptsache Freundschaft. Dann nochmal mit den Sponsoren und so treffen mache ich, glaube ich, nicht. Wir machen noch eine Saisonabschlussfete hier am 3. Juni. Es wird nicht ganz ausgiebig gefeiert. Wolle Petri wird vielleicht nicht live performen. Die Jungs müssen mit meiner Schlager-Vinyl-Sammlung auskommen auf der Party. Aber ein bisschen feiern müssen wir. Das haben wir uns hier redlich verdient. Die Auf- und Abwertungen werden auch interessant. Die noch verbleibenden anderen Spiele, die Finals und so, die gucken wir uns mal an. Jetzt haben wir erstmal frei ein paar Tage, wobei ich hier am Tisch sitzen muss, denn wir verpflichten ja gleich eine halbe Fußballmannschaft, nämlich fünf Spieler aus der A-Jugend. Es wird nicht leerer bei uns im Kader und wir müssen uns auch noch umgucken. Ich sollte zumindest einen rechten Mittelfeldspieler verpflichten. Ob jetzt hier wer auf der Transferliste ist oder nicht, aber wir haben jetzt gerade erstmal genug Termine in dieser Woche. So, da haben wir den Herrn Stevenson. Innenverteidiger 17 Jahre, also für die viele, wenn nicht die meisten, wird das wahrscheinlich in der nächsten Saison noch zu früh sein und Ausleihgeschäfte werden da attraktiv sein und ein probates Mittel sein. Wobei wir halt gucken, der eine oder andere kann vielleicht noch einen Sprung machen jetzt im Sommer. So, der Spieler nimmt schon mal an, der bekommt die Nummer 24, dann spielen wir jetzt gegen Bielefeld, die wenigsten Einsätze. Dann haben wir Raba, der den Verein verlassen wird, Martinez, Marin, der auch den Verein verlassen wird, Lehmann, Pasorek, Nied, Wiesinger, Stevenson, da ist er direkt ein Dongala, Gendry. So, möglichst alle die, die wenig spielen. Der Leslie darf auch mal auf die Bank, der Recker, Wiesinger und der Papp. Warum ist der Papp eigentlich hier? Der Papp sollte auch auf die Bank. Und der Gonzales. Vielleicht kann der Siebener hier noch ein paar Tore schießen, damit er nicht abgewertet wird. Ansonsten war das wohl eine ziemlich dürftige Ausbeute für ihn in dieser Saison. Da ist leider mit einer Abwertung zu rechnen, aber ich will da jetzt auch nicht über ungelegte Eier spekulieren und dann jetzt schon irgendwelche Panikkäufe tätigen. Wir gucken erstmal, welche Auf- und Abwertungen eintreten, welche nicht. Auf der RM-Position werde ich aber möglichst schon vor dem Saisonumbruch den verpflichten. So, wir spielen vor über 13.000 Zuschauern hier gegen Bielefeld. Bielefelder haben fleißig Schützenhilfe geleistet am Ende der Saison. Hier steht es 0-0 zur Halbzeit. Dann kommt einfach mal der Siebenaler nochmal rein. Der Leslie darf auch mal mitspielen. Der Recker Wiesinger spielt jetzt einfach mal in der Innenverteidigung. Der Papp kommt nochmal rein. So machen wir das jetzt. So, was passiert hier noch? Wir sind ja... Oh, Martinez trifft. Möglichst... weitestgehend ohne allzu viele Verletzungen durch die Saison gekommen. Hoffen wir mal, dass das jetzt hier bis zum Ende auch noch bleibt. Pierre Puschel, mein Freund. Da kaufe ich doch direkt ein Trikot hier im Arminia Fanshop. Der macht das 1-1. Özkan, rechter Verteidiger, 17 Jahre. Warum ist hier bei der Stärke ein Fragezeichen? Die wurde mir doch sonst auch immer angezeigt. Ist das jetzt dann doch eine Wundertüte? So. Die haben alle hier ihr Pokerface und wollen... mehr Kohle. Ich will mehr Geld jetzt. Zitat Bart Simpson. So, Eriksson, 18 Jahre DM. So. Der nimmt auch an. Dann haben wir hier noch den Maitland Niles, 17 Jahre. Da fällt das Gehalt etwas spärlicher aus, weil der wahrscheinlich uns noch nicht weiterhilft.
Das ist halt die Sache. Manche sollte ich vielleicht auch direkt verkaufen. Fühlt man sich mal so ein bisschen wie ein Menschenhändler. So, wir spielen jetzt noch gegen Wien Wiesbaden. Da darf dann einfach mal der Ricker Biesinger im Tor stehen. Und da haben wir jetzt doch direkt jede Menge neue Leute. Maitland, Niles, Özkan. Sie können sich alle direkt schon mal hier bewerben und vorstellen. Schon mal die Umkleidekabine testen. So, der Zapa darf auch nochmal auf eine Bank. So machen wir das. Gegen Wien Wiesbaden vor 5400 Zuschauern. Ich hoffe, dass jetzt hier auch noch alle ausreichend zum Zug kommen. Nicht, dass ich hier irgendwen übersehe. So, es steht auch wieder hier 0-0 zur Halbzeit. Leslie darf jetzt auch einmal mal im Tor spielen. Dongala geht auch mal in die Innenverteidigung. Papp kommt wieder rein. Özkan kommt rein. An dem Maitland Niles kommt rein. Dann geht noch Dongala auf links. Eriksson. Ach ja, Zapa. Ach komm, dann spielt der Zapa mal im Sturm. So. Ist ja alles hier mehr oder weniger just for fun. Marin trifft nach Vorlage. Lehmann. Der Lehmann, der alte Fuchs, kann den Jungspunden hier schon mal direkt ein paar Tricks beibringen. Und tatsächlich mit dieser skurrilen Formation gewinnen wir 1-0. Euroleague-Finale. Banik Ostrau gegen Angers. Und da fallen auch keine Tore. Auch in 120 Minuten nicht. Und Angers gewinnt 2-4 im Elfmeterschießen. So, dann haben wir hier noch den Herrn Poirier. Das ist ein riesiges Talent. Das ist auch ein Kandidat. Der könnte vielleicht sogar nächstes Jahr in der Rotation sein. Wir werden ja auf drei Hochzeiten tanzen. Wild, Samba, Tango und alles, was es sonst noch gibt. Let's Dance mit Ottmar Schulz. Und da können solche Leute dann, wenn wir vielleicht mal gegen, dann, was weiß ich, irgendwelche Clubs aus Weißrussland oder Moldau spielen, die können dann vielleicht auch mal zum Einsatz kommen. Selbst wenn sie 17 Jahre jung sind. Oder im DFB-Pokal. So, DFB-Pokal ist das Stichwort. Cottbus spielt gegen Augsburg. Ich bin natürlich für Cottbus, da habe ich mal gearbeitet. Augsburg hat uns in der Schlussphase in die Suppe gespuckt. Cottbus besiegte auf dem Weg nach Berlin, Halle, Freiburg, Darmstadt, Gladbach und Bielefeld. Augsburg schlug Offenbach, Nürnberg, Mainz, Unterhaching und Düsseldorf. So, Augsburg ist aber, glaube ich, abgestiegen. Cottbus als Drittligist auch in der Euroleague dabei und vor allem, ich sollte jetzt nicht direkt die Euroleague erwähnen. Erstmal, sie haben den Pokal gewonnen. Hat Cottbus schon jemals so einen Titel gewonnen außerhalb von Ostdeutschland, außerhalb der DDR? Cottbus gewinnt den DFB-Pokal 2063. Herzlichen Glückwunsch. Tottenham Hotspur, Toulouse, Bologna und Barcelona sind die anderen Sieger. Die Drittligisten kommen hier meist relativ weit mit im Pokal. So, Leihvertrag Harry Gerber. Harry Gerber wird verpflichtet von Betis Sevilla und wir bekommen noch stattliche 2,85 Millionen Euro. Damit ist ein weiterer Platz im rechten Mittelfeld frei. Alle anderen kommen zurück, weil keine Kaufoption bestand, sodass unser Kader so langsam aus allen Nähten platzt. Haben wir eigentlich ein Limit, was so die Zahl angeht? Ich habe ja zumindest gelernt, dass man nur 5 ausleihen kann. Das sollte ich mir jetzt auch hinter die Ohren schreiben und diese 5 Ausleihplätze sinnvoll vergeben. So, wir sehen Gusmix von Bayreuth nach Rostock. Bei uns wird hier niemand umworben. Poirier bekommt die Nummer 29. Jetzt werden auch die Rückennummern ziemlich rar gesät, die noch übrig sind. Wir haben aktuell 33 Spieler auf dem im Kader. So, die Leihspieler kommen zurück. Werden ja auch weiterhin in der Jugend viele Leute bekommen. Wir haben in der letzten Woche 3 Millionen Gewinn gemacht. Noch weitere Testspiele anstehen. Ich gucke mal auf die Transferliste. Dann nutze ich doch mal die Suchfunktion. Ich muss befürchten, dass wir im Sturm abgewertet werden. Da kann dann sein, dass die Rotation durchgemischt wird. Dass der Rocher dann vielleicht den Platz vom Siebenaler einnimmt. Ich werde den Siebenaler nicht verkaufen, wenn er nicht 10 Stärkepunkte verliert. Nur weil er jetzt mal ein schlechtes Jahr hatte. Aber es kann sein, dass der Siebenaler in der Rotation ein bisschen runterrutscht. Und vielleicht dann häufiger auf der Bank sitzt. Und der Rocher könnte durchaus seinen Platz einnehmen. Der González, der stört mich ein bisschen, was seine schlechte Einstellung angeht. Aber auch der ist noch dabei und
Was mit den anderen zurück ist, die zurückkommen, weiß ich nicht. Aliaga ist ein Allrounder, das kann auch was wert sein. Ja, müssen wir sehen. So, wir brauchen auf jeden Fall einen rechten Mittelfeldspieler. Und da würde ich jetzt gerne auch einen Star verpflichten, Stärke 12 oder so. So, mit fixer Ablöse. Oh, da ist die fixe Ablöse deutlich über dem Marktwert. Ich glaube, das können wir uns dann leider doch nicht leisten. Oh, hier, Kusk. Den Namen hatten wir doch schon mal, oder? Fixe Ablöse 9 Millionen. Er ist das Vierfache mehr als das Vierfache wert. Albaner kann gut flanken, Torinstinkt hat er. Er ist ein Sensibelchen von Benfica Lissabon. 25 Jahre, riesiges Talent. Er raucht aus der Jugend von Bielefeld und auch aus der Jugend von Dresden. 20 Mal für Dresden gespielt. War das nicht zu meiner Zeit? Vielleicht ist er das ja sogar. Das wäre ja was, wenn man sich hier wiedersehen würde. 2054 bis 56. War ich dann nicht in Dresden? Dann ist er das tatsächlich. Ist ja gefühlt noch viel länger her. Jo, das ist meine Zeit in Dresden. Dann ist er das auch. Der ist ja groß rausgekommen. Ja, ich hab's gesagt, man sieht sich irgendwann wieder. Das ist ja mal was. Puh. Dann wird man ja noch vorsichtiger, wenn was das Abgeben von Spielern angeht. Ja, 20 Mal bei Dresden gespielt, dann für 17,46 Millionen nach Benfica gegangen. Der war noch da, als ich schon ging und ist jetzt ein Spieler von Weltformat. Ja, dann können wir uns doch hier wieder vereinigen. So, er gilt er vielleicht sogar als Weltbester, einer der weltbesten Spieler. Nee. So weit wollen wir jetzt hier nicht gehen, aber er gehört sicher zum erweiterten Kreis. So, Atletico Madrid, da spielt dann einfach mal der Zapa im Tor. Maitland Niles darf mal von Beginn an spielen, Özkan. Alphonse darf auch nochmal hier mitspielen, den Jungspunden hier ein bisschen was beibringen. Eriksson. Dann haben wir ja noch den Poirier neu am Start. Der kommt dann rein für Raba. Obwohl, das ist jetzt eigentlich ein attraktives Spiel. Da müsste man vielleicht die Leute verabschieden. Aber das Spiel ist auswärts. Ja, so machen wir das jetzt. 27.000 Zuschauer. Ja, für die Madrilenen. Madridana. Für die ist das hier eine große Nummer, wenn der große FC Schalke kommt. Es steht mal wieder 0-0 zur Halbzeit. So, Stevenson kommt für Wiesinger. Dongala kommt für Zapa. Pasurek geht einfach mal auf die Linksverteidigerposition. Der Papp kommt mal rein. Und der Ricker Wiesinger spielt einfach mal im Mittelfeld. So. So, Abdalnesie trifft hier zum 1-0 für Madrid. Das war's. So, dann Kusk. Naja, das ist wieder hier die Sache. Riesiges Handgeld wird geboten von 17,46 Millionen. Der Kusk erinnert sich nicht, dass wir uns noch kennen. Ich habe mich ja selber kaum erinnert. An den Namen habe ich mich erinnert, aber ich glaube damals... war, ja, 20 Spiele halt, ne? Wobei nicht alle unter meiner Regie waren. Aber der Name ist hängen geblieben. Da sollte ich vielleicht direkt mal ein bisschen mehr bieten. So, bieten wir direkt hier 2,5 Millionen und ein kleines, vergleichsweise kleines Handgeld müssen wir ja auch dabei haben. Einfach so auch als Ablenkungsmanöver. Vielleicht sollten wir auch noch die Chewbacca-Taktik anwenden. Und einfach mal das Gegenüber verwirren. Nein, er hat keinen Bock mehr, das war zu wenig. Ja, ist mal schwierig in solchen Preisdimensionen. Meuselwitz ist der Gegner. Ich würfel einfach noch mal ein bisschen durcheinander. Im linken Mittelfeld, im Tor spielt Ricker Wiesinger. Leslie darf linkes Mittelfeld spielen. Raba darf einfach mal auf der 10 noch mitspielen. Ah ja, Perkovic ist verletzt. So, los geht's. Knapp 5000 Zuschauer. Kelly mit dem 1-0. Die Gastgeber. Kelly sieht auch dann gelb nach einem Schubser.
Das soll nicht sein hier im Juni. Hamilton mit dem 2:0. Kelly ist schon wieder am Tor beteiligt. Der Kelly ist überall. Er singt auch. In seinem Familienchor. So, ich bringe dann mal den 7er für Martinez. Dongala kommt ins Tor. Stevenson kommt mal für Wiesinger. Die anderen spielen einfach mal durch. Özkan sieht gelb. Leslie mit dem Anschlusstreffer. Ja, der Torwart trifft nach Vorlage. Ach, der Rode. Der Rode, aus Mangel an Alternativen spielt der Rode alles durch. Aber gut, ein paar Veteranen braucht man auch. Jetzt kommt dann einfach mal der Zapa für den Özkan. Ja, der kommt für den... Ja, der geht ins Mittelfeld. Der Papp kommt einfach mal auf die Rechtsverteidigerposition. Vorher noch jemand vom Platz fliegt. So. Der arme Rode muss hier die ganze Zeit durchbolzen. Ich nicht drauf geachtet habe. So, und wir verlieren 2:1 gegen Meuselwitz. Who cares? Champions League Finale. Lille gegen Levante. Frankreich greift nach dem Double, aber nicht mit Ude Levante. Ude Levante ist Champions League Sieger. Glückwunsch. Eine Saison, die sich im Rahmen des Erwarteten bewegt, geht zu Ende. Man feiert nicht ausgelassen, aber ist doch zufrieden. Im nächsten Jahr soll es ein Stück nach oben gehen. Ja, so ist es. Viele Stücke nach oben gibt es nicht mehr. So, das ist im Moment wahrscheinlich die erfolgreichste Zeit meiner Karriere. Ich habe ja lange gebraucht, ein bisschen Anlaufzeit gebraucht. Ich wurde ja auch in jungen Jahren hier schon in dieses turbulente Geschäft reingeworfen. Aber ich glaube, mittlerweile kommt man ganz gut klar. So, Clark von Gladbach nach Bordeaux. Wir gucken nochmal. Soll ich den Kusk einfach nochmal fragen und nochmal die dicke Schatulle aufmalen? Ich meine, wir haben 14,41 Millionen, das können wir uns... Ja, diese fixe Ablöse können wir uns schon leisten. Ich probiere es einfach nochmal. Ansonsten verpflichten wir halt erst im Sommer wen. So, ich gucke nochmal. Zapa geht ja. Raba geht. Ansonsten müssen wir hier nichts machen. Wir haben in der jüngsten Woche 3,7 Millionen Euro nochmal verloren. Wir machen hier noch... Ah, der Verein will keine Freundschaftsspiele mehr. Dann trainieren wir wenigstens noch ein bisschen Spaß. Der Vorstand ist hier not amused. Also zumindest nicht so richtig. So, Kusk, nochmal. Er grinst uns an, als hätte er... Als hätten wir uns noch nie gesehen vorher. So, ich biete nochmal 2,5. Und auch ein üppiges Handgeld. Da mache ich jetzt einfach nochmal 1 Million drauf, biete 3,5 Millionen Euro Handgeld. Das ist natürlich nichts im Vergleich von den 17,46 Millionen. Wenn man die einsteckt, könnte er eigentlich direkt in Rente gehen. So, die Ausstiegsklausel nehmen wir raus. Packen dann noch ein Jahr drauf und Option. Und hier packe ich auch nochmal 500.000 Euro drauf. Das reicht noch nicht ganz, aber er ist zumindest schon ein bisschen überzeugter als beim letzten Mal. Ja, er ist überzeugt. Gut, 4 Millionen Handgeld, 3,5 Millionen Grundgeld ist nicht wenig, aber er würde gerne kommen. Natürlich schön, auch einen Altbekannten nochmal zu verpflichten. River Plate besiegt Levante in der Club-WM. So, keine Titelverteidigung leider für Hengel, das war ja auch klar, nachdem er so lange rot gesperrt war. Buchmann von Ingolstadt ist Trainer, ach nee, das ist Trainer des Jahres. Armin Buchmann von Ingolstadt ist Trainer des Jahres. Außerdem Chris Hutchings, David Carré, Pierluigi Enivares und Sergio Miranda. Lass Miranda, denn sie will ja. Aber wir haben einen anderen Fußballer des Jahres gestellt, nämlich Tobias Kolnok. Ja, der war an vielen Toren beteiligt. Ich hätte eher auf Mario Schäfer getippt, für den er eigentlich dasselbe gilt. Aber Kolnok und Schäfer, das ist so ein Traum-Tag-Team hier auf den Außenbahnen bei uns. Außerdem Fußballer des Jahres Gabriel Kwame, Nico Barbut, Marco Azeira und Michael Schenke. Fußballer des Jahres Europas ist Lorenzo Ramsey von Fortuna Düsseldorf. So, die Auf- und Abwertungsrunde nicht uninteressant. Das wird unsere Kaderplanung maßgeblich beeinflussen. Bei den ganzen Ü30-Leuten müssen wir natürlich Abwertungen befürchten, die bei Avenatti nicht eintritt. Ja, die alte graue Stute, sie kann noch, sie steht noch voll im Saft. Dann bleibt Avenatti auch unser Keeper Nummer 1. Bei einer Abwertung wäre das nicht so ganz klar gewesen. Zapa bleibt bei Stärke 8, verlässt uns ja. Dongala wird aufgewertet von 7 auf 8. Damit hat er auch Chancen. Ah, Leslie wird abgewertet von 4 auf 3, aber den würde ich ja sowieso abgeben wollen. Rekka Biesinger. So, wird das jetzt hier ein Zweikampf? Ah, er wird auch aufgewertet. Dann bleibt er auch die Nummer 2. Dongala ist dann die Nummer 3. Hengel wird aufgewertet von 12 auf 13. Das wird allerdings nicht durchgehen. Das ist
rettet ihn aber jetzt sowieso erstmal vor einer eventuellen Abwertung. Er bleibt dann bei Stärke 12. Wäre es auch sowieso geblieben. Eichmann, da muss man eine Abwertung befürchten, die auch leider eintritt. Von 11 auf 10. Er wird natürlich bei den ganzen Wettbewerben nächstes Jahr dennoch seine Einsatzzeit bekommen. Papp, der ist noch ein bisschen kurz gekommen in dieser Saison. Bleibt bei... da wird er jetzt auch leider abgewertet, weil er zu wenig Spielpraxis bekommen hat. Ja, das muss ich mir dann selber ankreiden. Der Scherwinski, der ist noch jung. Bleibt dann auch bei Stärke 12. Wiesinger, 18 Jahre. Der ist noch weit weg hier von Bundesliga-Format. Ja, so weit weg jetzt auch wieder nicht. Von 5 auf 6, da ist er schon mal einen Schritt näher gekommen. Ich denke, dass dennoch ein Leihgeschäft sich da anbieten wird. Stevenson, gerade frisch gekommen. Die sind ja dann meist noch nicht so in toller Form, wenn sie gerade neu sind. Er wird aufgewertet von 6 auf 7. Der überholt dann den Wiesinger direkt. Maitland Niles, noch ein Innenverteidiger. Wird aufgewertet von 3 auf 4. Auch das wird ihm helfen, aber vorerst wird er wahrscheinlich nicht zum Kader gehören. Schäfer, oder zur Rotation zumindest. Schäfer bleibt bei Stärke 11. Nied wird aufgewertet von 6 auf 7, das hilft ihm auch, damit kann er durchaus. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, Spieler unter Stärke 7 abzugeben, zumindest auf Leihbasis. Der hat der Nied schon mal die Stärke 7 erreicht. Koinok, der Fußballer des Jahres, bleibt bei Stärke 11. Gendry wird uns verlassen, könnte nochmal eine Aufwertung mitnehmen. Auch ein umstrittener Transfer wird aufgewertet von 9 auf 10. Ja, ist dann doof, aber müssen wir mal gucken, vielleicht kommt der Ekelund ja auch ähnlich stark zurück. Und dann haben wir hier den Özkan, der bleibt erstmal leider bei Stärke 6. Cilic, Schalker Legende, verlässt uns mit Stärke 10. Ja, kann er nochmal, ich habe letztes Mal gesagt Frankreich, in Russland spielt er glaube ich, ne, in Volgograd. Kann er da nochmal richtig einen Sau rauslassen. Ist ja immer beliebt so in den letzten Jahren der Karriere nochmal im Ausland zu spielen. So, Lehmann bleibt bei Stärke 9, Čermák bleibt bei Stärke 11. Pazurek. Was ist denn hier bei Pazurek? Der bleibt einfach so ohne Begründung bei Stärke 8. Das habe ich auch noch nicht gesehen hier. Pazurek ist ja nicht anwesend gewesen. Oder so, Asane bleibt bei Stärke 11. Eriksson bleibt bei Stärke 4. Chitil, der ist noch 29. Da muss man noch keine Abwertung befürchten. Marin verlässt uns, wird auch aufgewertet von 6 auf 7. Könnte doppelt aufgewertet werden. Wird es auch, ja, dann tut der Transfer weh. Ich habe ja gesagt, die werden ihren Marktwert schnell erhöhen, dass er ausgerechnet jetzt 2 Punkte zulegt. Das war nicht zu erwarten, aber der Perkovic ist immer noch stärker, von daher ist der Transfer trotzdem sinnvoll gewesen. Er bleibt bei Stärke 9, Raba verlässt uns, bleibt bei Stärke 2. Nein, wird abgewertet von 2 auf 1, das tut mir ein bisschen leid. González wird abgewertet, weil er zu wenig Tore geschossen hat. Und hat dann jetzt auf einmal nur noch Stärke 7. Das ist dann sicher ein Kandidat. Siebenaler wird auch abgewertet, weil er zu wenig Tore geschossen hat. Ah, das ist jetzt echt mies. Und der Siebenaler ist auch noch 30. Der könnte jetzt richtig verlieren. Ah, der Sigurdsson hat zum Glück ganz gut getroffen. Der wird sogar aufgewertet von 11 auf 12. Das ist allerdings nicht möglich. Martinez, nicht, dass der jetzt hier abgewertet wird. Ja, im Sturm werden hier die Karten nochmal ganz neu gemischt. Martinez wird aufgewertet von 7 auf 8. Damit hat er González schon mal überholt. Poirier ist gerade erst ganz neu am Start. War auch ein riesiges Talent. Das ist ein potenzielles Dreamteam da vorne. Martinez und Poirier, beide blutjung. Ja, das war jetzt eine wechselreiche Runde. Wir nehmen einiges Positives mit, aber wir haben auch einiges Negatives hier gehabt. Aber das lässt sich auch nicht immer vermeiden. So, Avenatti bleibt bei Stärke 11, das ist schon mal viel wert. Dann haben wir, ja, unsere Keeper Nummer 2 und 3 wurden beide aufgewertet. Dongala von 7 auf 8, Rekka Biesinger von 8 auf 9. Ich habe mich auch entschieden, jetzt wo wir auf 3 Hochzeiten wieder tanzen, dass auch alle 3 dort zum Einsatz kommen. So, Eichmann wurde leider abgewertet von 11 auf 10. Papp wurde leider abgewertet von 8 auf 7. Muss auch darauf achten, die Spielpraxis noch ein bisschen ausgewogener zu verteilen, aber das wird ja sicher auch leichter bei den ganzen Wettbewerben. Es sei denn, wir fliegen überall in Runde 1 raus. Wiesinger von 5 auf 6, Stevenson von 6 auf 7, Maitland Niles von 3 auf 4. Dann nochmal zugelegt hier in der ganz jungen Abteilung hier in der Innenverteidigung. Nied von 6 auf 7, Gendry von 9 auf 10, verlässt uns aber. Lehmann ist auch bei Stärke 9 geblieben, das war auch nicht selbstverständlich, ist auch was wert, ist fast untergegangen hier. Marin von 6 auf 8 Doppelaufwertung. Da ärgert es mich, dass er für einen günstigen Preis von 2 Millionen so viel gegangen ist. Raba abgewertet. Ich hoffe, er wird dennoch einen Verein finden. González abgewertet von 8 auf 7. Siebenaler abgewertet. Das war zu erwarten.
dennoch schmerzhaft. Und Martin ist aufgewertet von 7 auf 8. Jetzt müssen wir gucken, in welcher Stärke die Leihspieler zurückkommen. Und dann werden die Karten im Sturm vor allem wirklich gemischt. So, wir haben 3,6 Millionen Euro Gewinn gemacht. Das Finanzamt holt sich 650.000 Euro davon ab. Wir haben keine Auflagen. Deutschland in der 5-Jahres-Wertung nur noch auf Platz 5. Ich hoffe, das wirkt sich nicht irgendwie auf die internationalen Ränge aus. Frankreich auf 1. Unser Saisonziel ist Meisterschaft. Hat das schon jemals jemand zu mir mit Ernsthaftigkeit ins Gesicht gesagt? Wir wollen Meister werden, ja bei Leverkusen vielleicht, aber wurde das da gesagt? Auf jeden Fall, hier ist es jetzt realistisch. Ich sage auch nichts dagegen. Wir machen das so. Wir wollen die Meisterschaft. So, für die internationalen Wettbewerbe habe ich jetzt hier Verhandlungspartner. ARD, ZDF, Sky und Sport1. Sport1, die kennen mich ja schon vom Nachtprogramm. Die wollen Fixbetrag 5 Millionen. Sky bietet pro Heimspiel 2 Millionen. ARD und ZDF ist so eine Mischung. Fixbetrag von 3 Millionen und pro Heimspiel 1,2 Millionen. Ja, es kommt jetzt darauf an, was wir so spekulieren. Wie weit wir kommen. Ich denke, ARD, ZDF ist am attraktivsten. Da müssen wir aber auch ein bisschen verhandeln. Da habe ich den Preis ja gewaltig jetzt in die Höhe getrieben. Die geben uns einen Fixbetrag von 6,4 Millionen und pro Heimspiel 2,5 Millionen. Ich denke, da kann man gut mit leben. Ist jetzt aber auch kein, gar nicht so ein gigantischer Betrag. Aber es ist halt auch in Anführungszeichen nur Euroleague. Damit ist der Vertrag perfekt. So, Co. und Torwarttrainer haben wir. Rückennummer bleiben wie im Vorjahr. Kapitän wird gewählt. Wir reisen. Bus, Statistiken haben wir so, die Jugendarbeit kriegt nochmal 500.000 Euro obendrauf gelegt, die Amateurabteilung runde ich auch mal auf 1,5 Millionen auf, Talentsucher wird auch aufgerundet auf 500.000 Euro, dann, wir müssten die Preise mal erhöhen, so leid es mir tut, liebe Schalker, wir erhöhen die Stehplatzpreise um 1 Euro, die Sitzplatzpreise um 2 Euro und hier Sitzplatzhaupt- und Gegengerade. Warum ist die so viel teurer? Warum kostet der Sitzplatzhauptgegengerade das Doppelte wie Sitzplatz hinter dem Tor? Bessere Plätze oder was? Also bessere Sicht. Da erhöhen wir auch um 2 Euro die Logen. Da erhöhen wir mal um 10 Euro. Ausgaben für Ordner bleibt so. Ich hoffe, das wird sich nicht auf die Zuschauerzahlen auswirken. So, wir müssen ja auch hier teure Spieler bezahlen. So, Netto ist noch ein Jahr Hauptsponsor, Bandenwerbung ist noch geklärt. Ausrüster, da haben wir einen neuen, Umbro für 5,6 Millionen. Die Einnahmen steigen, wie man sieht, Fanartikelagentur, da haben wir auch noch. Wen hier behalten wir mal? Obwohl, hier werden wir jetzt mal für Platz 1 ein paar Euro draufgelegt. Der Rest bleibt so wie im Vorjahr. Hier gibt es dann mal für die Meisterschaft 500.000 Euro, so. Für Nicht-Abstieg gibt es aber nichts mehr. So realistisch ist sogar die Top 3. Wer hätte das gedacht, über ein Ottmar-Schulz-Team mal sowas zu sagen. Wir haben immer noch 2,9 Millionen in der schwarzen Kasse. Avenatti wurde zum Kapitän gewählt. Hassan geht von Valencia nach Dresden. So, der Stevenson wird direkt zum Kauf umworben. Und wir spielen gegen FC Augsburg. Die haben uns ja in der Liga in der Suppe gespuckt. Die sind abgestiegen. Zweitligist in der ersten Runde ist dennoch hart. Da gibt es dann auch 2.000 Euro Siegprämie. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie, in welcher Stärke die Leihspieler zurückgekommen sind. Da haben wir Eklund, der leider nicht aufgewertet wurde. Das ist bitter. Er hat nur Stärke 7 behalten. Ich habe darauf gehofft, dass er aufgewertet wurde. Der Gendry hat jetzt Stärke 10. Aber das ist dann das Glücksspiel, was man dann auch mal verlieren kann. So, Eckelund hat Stärke 7, das ist, habe ich mir mehr von erhofft. Aber dennoch, er ist 2 Jahre jünger als Gendry und ist talentierter als Gendry. Aber, ja, es kommt nicht nur aufs Talent an. Das heißt aber nicht, dass er jetzt untauglich ist. Er kann auf der Rechtsverteidigerposition durchaus bleiben. Also, ich habe da, wie gesagt, gedacht, dass ich Leute mit mindestens Stärke 7 gern hätte. Hä, Marin? Marin ist geblieben? Ich hatte Marin noch verkauft. Ist der Transfer geplatzt? Scheinbar. Der Marin hat Stärke 8. Aber der Perkovic ist ja eigentlich stärker. Marin ist geblieben. Jetzt muss ich gucken, ob nicht noch irgendwelche anderen Transfers geplatzt sind. Wer ist denn hier? Ist der Cilic auch noch da? So, Gomez. Ah, Gomez wurde aufgewertet. Das ist wunderbar. Der hat Stärke 7. Ein Stärke... Nee, sogar... Hä, hier steht, er wäre mit Stärke 6 zurückgekehrt. Jetzt hat er sofort Stärke 7. Wo kommt der Stärkepunkt denn her?
Ach so, der hat Stärke 6 im Juni gehabt. Wurde jetzt aufgewertet. Der hat 3 Stärkepunkte gewonnen in der Zeit bei Bayer Leverkusen. Damit ist er jetzt ein Mann für die Rotation hier. Aber der Aliaga. Der Aliaga hat in Norwegen ins Klo gepackt. Der wurde abgewertet. Wir sehen nicht, was er da... Ach nee, der Gomez war ja gar nicht bei der Aufwertungsrunde dabei. Ich weiß nicht, wo der Gomez jetzt nochmal einen Stärkepunkt hat. Vielleicht hat er den Stärkepunkt vom Aliaga geklaut. Aber mit Stärke 6 ist Aliaga dann leider kein Kandidat. Der Rocher hat Stärke 10. Der wurde aufgewertet. Der hat ja sowieso eine super Saison gehabt. Der ist jetzt zwar auch schon 29 Jahre, aber damit zieht er mindestens gleich mit Siebenala. Siebenala wurde ja leider abgewertet. So, wen hat man noch? Wir hatten Rocher, Aliaga, Gomez, Gerber ist gegangen und Eklund. Also Gomez hat einen gewaltigen Sprung gemacht. Der hat sich ja fast verdoppelt. Dennoch ist unser Kader natürlich hoffnungslos zu groß. So, auf der Torhüterposition Avenatti. Avenatti wird in der Bundesliga im Tor stehen. Rekker Biesinger wird in der Europa League im Tor stehen. Und Dongala wird im DFB-Pokal im Tor stehen. Den Leslie würde ich gerne abgeben. Er hat ja zumindest einen auslaufenden Vertrag. 45.000 Euro soll er im Zweifel auch haben. So, auf der Innenverteidigerposition. Da haben wir Hengel und Czerwinski als Nummer 1 und 2. Eichmann hat einen Stärkepunkt verloren. Er bleibt aber die Nummer 3, die dann auch oft spielen wird. International wahrscheinlich. Papp wurde leider abgewertet. Das ist ärgerlich. Papp ist auch jetzt gleich mit Stevenson. Wiesinger ist ein riesiges Talent. Mit Stärke 6 reicht mir das aber noch nicht. Der Wiesinger geht mal auf die Leihliste. Aber der ist nicht bereit, sich verleihen zu lassen. Das ist ja schon mal Bullshit. Dann werde ich den Papp vielleicht verleihen lassen. Mit Kaufoption auch. Das wären auch 4,5 Millionen Euro Kaufoption. Jetzt muss ich dran denken, ich kann nur 5 Spieler ausleihen. So, der Stevenson könnte vielleicht Innenverteidiger Nummer 4 sein. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht sollte ich den Stevenson ausleihen. Der Stevenson ist schon, der wird ja umworben, mit dem sprechen wir ja schon diese Woche. Der hat ja schon ein Angebot. Maitland-Niles, der ist mit Stärke 4 noch zu weit weg und den würde ich dann auch direkt verkaufen. So. Need mit Stärke 7 ist er jetzt durchaus ein Mann für die Rotation. Özkan mit Stärke 6 noch ein bisschen entfernt davon. Eklund bleibt erstmal in Rechtsverteidiger Nummer 2. Özkan geht mal mit Kauf, ist nicht bereit, sich verleihen zu lassen. Dann geht der Özkan auf die Transferliste. Das Geld kriegt er nicht. RM brauchen wir noch. Lehmann im linken Mittelfeld haben wir Lehmann und Czermak. Das reicht noch. Der Lehmann im Alter von 35 kann hier mindestens noch ein Jahr mitnehmen. Auf der DM-Position haben wir Pasrek und Asané. Eriksson ist ein großes Talent. Sein Bruder heißt Sony. Er geht mal auf die Leihliste ohne Kaufoption. So, jetzt haben wir hier auf der OM-Position das Problem. Ja, oh, so krass ist der Marktwert von Marin jetzt auch nicht gestiegen durch die 2 Stärkepunkte. Der Marin-Transfer ist irgendwie geplatzt. Ich setze ihn dann trotzdem auf die Transferliste. So, im Sturm haben wir jetzt Sigurdsson als 11er, Siebenala und Rocher als 10er. Da wäre vielleicht auch ein Upgrade möglich, dass wir einen 12er verpflichten. Aber wir müssen jetzt erstmal hier, ich möchte es nicht so nennen, aber ausmisten. Wir haben nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stürmer. Wir können fast eine ganze Mannschaft hier nur aus Stürmern aufstellen. So, da haben wir erstmal den Poirier. Das ist ein riesiges Talent, Stärke 6. Das ist auch ein guter Kandidat für eine Laie. Der ist allerdings nicht bereit dazu. Die legen sich selber Steine in den Weg damit. Guck doch mal, was der Gomez gemacht hat. Der hat sich, wie gesagt, fast stärketechnisch verdoppelt. Aliaga ist leider jetzt ein Kandidat für einen Transfer. Geht auf die Transferliste. Er hat auch einen auslaufenden Vertrag. Gonzalez, er ist mir sowieso öfters negativ aufgefallen mit mangelnder Einstellung und so weiter. Gonzalez geht auch auf die Transferliste. Dann soll er seine 475.000 Euro auch haben. So, Sigurdsson ist gesetzt, Siebenara und Rocha sind auch am Start. Martinez ist erstmal die Nummer 4. Für Gomez reicht es leider wieder nicht ganz. Können wir den Gomez vielleicht nochmal ein Jahr verleihen? Ohne Kaufoption, vielleicht verdoppelt er sich nochmal stärketechnisch fast. So, Poirier würde ich gern verleihen, der will ja nicht. Ja, hoffe, dass da Angebote reinkommen. Wir suchen jetzt erstmal nach einem rechten Mittelfeldspieler. Wir gucken mal einmal hier in die Stärkeübersicht. Da sind wir auf Platz 4. Düsseldorf ist schon noch einen Tacken stärker, aber wir wollen uns ja auch noch jetzt verstärken.
Wir gucken mal einmal in die Ligen, wer hier neu ist. Neu in der Bundesliga sind Union Berlin, Berliner AK und Mainz. Es wird doppelt in die Hauptstadt gehen. Ist Berliner AK zum ersten Mal ever in der Bundesliga? Kann sein. In der zweiten Liga haben wir jetzt neue Greuther Fürth, Würzburger Kickers, FC Augsburg, außerdem Schwarz-Weiß-Räten, VfL Bochum, SVW in Wiesbaden und Wacker Burghausen. In der Regionalliga Nord haben wir Paderborn neu, außerdem Wacker Nordhausen, HSV 2, Eintracht Norderstedt und Drochtersen-Astel. Ich glaube, Drochtersen-Astel wurde verschoben von der Regionalliga Süd. Da haben wir jetzt nämlich drei Absteiger. Darmstadt, Bayreuth und Stuttgart gehen in die Regionalliga Süd. Außerdem neu dabei FK Pirmasens, FSV Frankfurt, TSV Steinbach, Haiger und FC Memmingen. Ich glaube, Drochtersen-Astel wurde hier rüber geschoben. So, wir haben 41 Millionen auf dem Konto. Da kann man jetzt ordentlich investieren. Ein Euroleague-Gegner hätte ich mal gerne. Wann wird das denn? Die müssen erstmal die Qualifikation abwarten. Unser erstes Europapokalspiel ist auch erst am 19. September. Aber das haben wir uns halt durch Platz 5 verdient, dass wir da jetzt nicht den Hürdenlauf des UI Cup nehmen müssen. So, in der Bundesliga spielen wir als erstes am... Ach, wir spielen Ligapokal. Der Cup der goldenen Ananas hat uns mal wieder. Da spielen wir gegen RB Leipzig am 4. August. In der Bundesliga geht es erstmal gegen Bayern und gegen Gladbach. Gladbach hatten wir letztes Mal auch am zweiten Spieltag, glaube ich. Ne? Und dann geht es gegen Augsburg. Ja, und ich sage jetzt erstmal tschüss, bis dann. Wir haben viel vor der Brust, aber ich habe richtig Bock. Ich hoffe, Sie auch. Ciao mit V.